In diesem Video möchte ich euch einmal die Unterschiede bei V-Bahn-Schellen erklären. V-Bahn-Schellen kennen die meisten von euch, sie werden meistens für Abgasanlagen verwendet. Es gibt aber doch kleine feine Details, auf die man achten sollte bei der Wahl der richtigen V-Bahn-Schelle. Die V-Bahn-Schelle bzw. das V-Bahn-System besteht aus zwei Ringen und einer Schelle. Die Ringe werden an den Rohren der Abgasanlage verschweißt. Zum Schluss wird dann die Abgasanlage sozusagen mit den Ringen nur zusammengesteckt. Die Schelle wird drumherum gelegt, wird mit einer einzigen Schraube verschraubt und schon ist das Ganze fest. Kann mit einer, Entschuldigung, Mutter wieder gelöst werden und kann dann wieder auseinandergenommen werden, später wieder zusammengesetzt werden. Eignet sich bei vielen Arbeiten, Abgasanlage muss öfter mal bei Arbeiten am Fahrzeug abgenommen werden, sehr und ist einfach zu bedienen und schnell. Früher gab es die Variante mit Flanschen und bei den Flanschen haben wir 3, 4 Schrauben mit Muttern. Das hält natürlich entsprechend auf und häufig sind dann diese Flanschen auch nicht richtig plan zusammen oder leicht verzogen und sind an der Stelle undicht. Woher kommt der Name V-Bahn-Schelle? Relativ einfach erklärt. Diese Schelle hier hat ein Band, das ist jetzt praktisch das Band hier drin, was man hier sieht. Und wenn man das von hier betrachtet, dann sieht man hier diese V-Form. Und diese V-Form gibt A den Namen V-Bahn-Schelle und B sorgt dafür, dass diese V-Form hier an dem V der Ringe, das auch eher ein V darstellt, diese Schellen oder diese beiden Ringe zusammendrückt. Und damit ist das Ganze dicht und hält. Wie die meisten wissen, die unsere Videos verfolgen, liebe ich persönlich Schnittmodelle. Von so einer Schelle kann man schwer ein Schnittmodell machen, aber ich zauber einmal für euch, damit ihr die Details genau seht. Tada! Und die Schelle ist zerlegt. Woraus besteht nun diese Schelle? Oder fast zerlegt, Entschuldigung. Auf jeden Fall sehen wir hier das äußere Band, die inneren V-Bänder, den Bolzen und ein paar Kleinteile, damit das Ganze beweglich bleibt. In der Produktion ist fast alles von den Sachen einfach nur aus Metallstreifen gefertigt, wird in Form gebracht, wird hier rumgelegt. Die Dinger werden praktisch durch eine Maschine gepresst. Klar, der Bolzen ist der Bolzen und diese Sachen sind auch alle, eigentlich mal alles flache Metallstücke gewesen. Kleine Exkursion, wie das Ganze produziert wird, nur damit ihr einmal den Aufbau grob versteht. Ein Punkt, worauf man achten sollte, nicht in der Schelle, sondern bei den Ringen, ist diese Nut und diese Feder. Durch die Nut und die Feder der beiden Ringe ist ein, ich sag jetzt mal, erhöhter Abdichtungspunkt geschaffen. Zum einen ist das Ganze hier innen immer noch schön fluchtig, das ist ziemlich wichtig. Gibt aber allerdings keine Ringe, wo es nicht so ist, aber es gibt zum Beispiel plane Ringe, wo der Punkt kommt, dass es sich hier verschieben kann, es rutscht aufeinander rum. Dadurch habe ich hier dann keine Flucht mehr oder eine Kante, was natürlich nicht schön ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es undicht wird, ist deutlich höher. Hier muss praktisch Abgase, die raus wollen, müssen hier vorbei, um die Ecke und wieder raus. Das dichtet einfach im Groben und Ganzen mehr ab. Was es zusätzlich noch gibt in unserem Portfolio, habe ich jetzt gerade nicht da, ist eine V-Band-Dichtung. Die hilft dann, wenn ich sage jetzt einfach mal, ein bisschen laienhaft geschweißt habe und sich diese Ringe verzogen haben und es doch noch undicht ist, dann kann ich mit dieser Dichtung solche kleinen Unebenheiten ausgleichen. Auch eine Kleinigkeit, auf die man achten sollte, ist diese Nut hier außen. Diese Nut sorgt dafür, dass man das Rohr, was man hier anschweißen möchte, einfach nur reinstecken muss. Dadurch hat man eine schöne Führung und sie ist genau 1,5 mm tief. Die Wandstärke, die meistens bei Abgasrohren benutzt wird, damit hier drin auch ein glatter Übergang ist und keine Kante an irgendeiner Stelle entsteht. Die Größenangabe 76 mm bezieht sich nicht auf den Außendurchmesser des Rings oder auf irgendeinen Durchmesser, den ich hier an der Schelle messe, sondern der bezieht sich auf das Rohr, was hier reingesteckt wird, woraus, also was praktisch die Größe der Abgasanlage darstellt. Das heißt, habe ich eine 76 mm Abgasanlage, brauche ich einen 76 mm V-Bahn-Ring oder V-Bahn-Satz. Dann gehe ich einmal auf die Details der Schelle ein und das ist eigentlich der wichtige Punkt, worüber wir hier sprechen wollen. Die Schelle besteht aus dem Band, was ich bereits erklärt habe, dem entsprechenden V-Band, einem festen System oder einem Schnellverschlusssystem, das erkläre ich gleich nochmal im Detail. Und hat hier diesen Bolzen mit der Mutter, die das Ganze zusammenzieht. Effektiv kann man sich das so vorstellen, es wird durch die Mutter so zusammengedrückt und dann hält das Ganze. Wenn man sich jetzt mal verschiedene Schellen anguckt, ich packe das hier mal kurz beiseite, haben wir hier 2 Schellen, die beide für 76 mm Abgasanlagen gedacht sind.
Wenn ich mir jetzt diese 76 mm V-Band-Schellen genau angucke, sehe ich auf dem allerersten Blick, ich habe in dieser Schelle einen dicken Bolzen und in dieser Schelle einen dünnen Bolzen. Ganz einfache Frage, was hält wahrscheinlich mehr Kraft aus, wenn ich diese Mutter dort anziehe? Sicherlich der dicke Bolzen. Das heißt, Stabilität dieses Bolzens und Stärke dieses Bolzens ist sehr entscheidend. Weiterhin ist die ganze Schelle größer aufgebaut, sprich robuster aufgebaut. Das ist durchaus ein Punkt der Stabilität. Sicherlich gibt es Anwendungen, wo schmale Schellen, und da komme ich gleich nochmal zu dieser Schelle hier, schmale Schellen von Vorteil sind, wenn eben wenig Platz da ist. Aber in erster Linie, wenn ich den Platz habe, sollte ich natürlich zu einer robusteren Schelle greifen, anstatt zu einer kleinen filigranen Schelle. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und das übersehen leider die meisten, ist diese Mutter hier oben. Wenn man sich die einmal im Detail anguckt, ist das bei der Boost Products Schelle, die wir hier haben, eine Stahlschraube, Aluminium legiert, um entsprechend bei Hitzeausdehnung nicht, ich sage jetzt mal, zu blockieren und auch mit dem Gewinde des Bolzens nicht zu verfressen oder sich festzufressen. Und diese hat hier Einkerbungen, welches einen selbstsicheren Faktor hat. Also die ist praktisch eine selbstsichernde Mutter. Diese Mutter hier ist auch eine selbstsichernde Mutter. Viele von euch kennen das. Da ist einfach nur ein Gummiring drin oder ein Nylonring und der verhindert ein Abrutschen von dem Bolzen. Was passiert mit Gummi oder Nylon bei einer Abgasanlage? Völlig klar, schmilzt weg, brennt weg, ist nicht mehr da, hat dann demnach die Funktion nicht mehr. Es ist, ich muss es leider mal sagen, dämlich, wenn man einen Gummiring für eine Mutter nimmt, die an einer Abgasanlage etwas halten soll. Erklärt sich von selbst. Wenn ich mir die Verarbeitung dieser Schelle hier angucke, ist diese Kappe, die hier drauf sitzt, und die auch hier einmal drauf sitzt, ups, auseinandergefallen, die Kappe, die hier drauf sitzt, ist hier noch nicht mal drauf. Das heißt, ihr müsst das Ding hier erstmal zusammendrücken, damit die Kappe hier drauf sitzt, damit das Ganze vernünftig zusammengeschraubt werden kann. Naja, muss ich nicht unbedingt haben. Achtet man auf kleinere, feine Details, dann fällt einem auf, wie dieses V-Band an diesem Band hier zusammengeschweißt ist. Hier habe ich starke, große Punkte zur Befestigung und hier habe ich kleine Pünktchen. Keine Frage, Arbeitszeit sparen, Aufwand sparen etc., um diese Schelle möglichst günstig zu machen. Und naja, günstig ist nicht immer das Mittel zur guten Lösung. Der Bolzen ist übrigens nur rausgefallen, weil das hier das Schnellverschlusssystem ist. Auf das Schnellverschlusssystem gehe ich jetzt noch einmal kurz ein. Und zwar funktioniert das Ganze so, wenn ich meine V-Band-Schelle zusammengeschraubt habe, die Mutter festgezogen habe und ich möchte das Ganze lösen, dann schraube ich diese Mutter etwas lose und sobald ich einen gewissen Punkt erreicht habe, kann ich über diesen Hebel hier oben das Ganze etwas zusammendrücken, den Hebel hochmachen und die V-Band-Schelle öffnen. Spart wahnsinnig viel Zeit beim Lösen und wieder zusammenschrauben, weil bei einer normalen V-Band-Schelle kann ich das nicht tun. Das heißt, ich muss diese Mutter komplett abdrehen und erst wenn sie komplett abgedreht ist, dann kann ich das Ganze lösen und später wieder zusammenschrauben. So, ein ganz kleiner, feiner Unterschied ist noch die Bearbeitung dieses Bandes. Und zwar die, ich sag jetzt mal, das erkennt man natürlich in dem Video sehr schwer, das kann man auch sehr schwer zeigen, ist dieses Band hier einfach nur ein gerades Band. Und dieses Band hier wurde am Rand etwas bearbeitet. Das heißt, es wurde nochmal verfeinert oder ja, ein bisschen umgeschliffen. Und durch dieses Umschleifen entsteht eine höhere Stabilität im Band selbst. Jeder kennt das, wenn ich so ein bisschen, also wenn ich eine Phase habe an etwas, dann ist diese Kante stabiler. Habe ich diese Phase nicht, neigt diese Phase, also neigt das Band oder die Kante zum Reißen, zum Brechen etc. Ist ein ganz kleines, feines Detail, auch sehr schwer auf Artikelbildern oder bei der Auswahl im Onlineshop zu erkennen. Aber ich möchte euch einmal mit auf den Weg gegeben haben. Jetzt gibt es Schellen. Wie diese hier, das ist von Tial eine Schelle, die hält effektiv genauso gut. Die hat einen kleineren Bolzen, weil sie jetzt auch für einen kleineren Durchmesser ist. Die habe ich jetzt leider nicht in 76 zur Hand. Hat auch die Mutter mit den entsprechenden Kerbungen. Sie ist noch ein bisschen länger gestaltet, ähnliche Funktionen.
und hat auch hier, wenn man sich das vergleicht, die großen Schweißpunkte, um das Band mit dem Band zu verbinden. Im Groben und Ganzen ist auch das eine stabile Schelle. Diese hat ein flacheres Profil, um platzsparender zu sein und hat auch nicht den Schnellverschluss. Damit kann ich das für Anwendungen benutzen, die wenig Platz haben. Ja, im Groben und Ganzen nochmal zusammengefasst. Achtet auf den richtigen Bolzen, dass ihr den dicken Bolzen habt. Achtet auf die richtige Mutter. Achtet auf richtige Verarbeitung. Schnellverschluss ja oder nein, muss jeder für sich entscheiden. Ich kann es immer nur empfehlen. Und achtet auf vernünftige Schweißpunkte, dass das Ganze stabil ist. Wenn ihr das macht, steht dem richtigen Projekt nichts mehr im Wege. Und somit vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Wenn euch das Video gefällt, nicht vergessen, Kanal abonnieren und die Glocke.